Ich bin Samira, bin 15. Also ich bin jetzt insgesamt bei Ninja 6 Jahre. Ich komme jedes Jahr, weil es Spaß macht, weil man was lernen kann, wie man halt so die Füße stellen muss oder so halt die Hände irgendwie greifen kann. Muss ja nicht immer erster Platz sein, kann ja auch Dritter oder so sein. Ist ja dann auch Gewinn. Samira gefällt mir halt gut, dass sie die ganzen Jahre durchgehalten hat. Also sie hat ja zwischen 12 und 16 jedes Jahr teilgenommen und hatte wahrscheinlich nie die Chance, mal einen ersten Platz zu machen. Aber für mich ist sie die Gewinnerin, weil sie alle Jahre durchgehalten hat. Auf Platz Nummer 6 mit 187 Punkten, die Samira. Und es gab andere Teilnehmer, die dann nicht direkt gewonnen haben und dann nur aufgegeben haben. Und das finde ich hier die viel bessere Botschaft, dass jemand weitermacht, weil man hört ja auch mit 16 nicht auf. Ich finde auch toll, wenn sie nach wie vor Ziele hat oder und dass man sagt, ich möchte dieses Hindernis noch schaffen und das noch. Ja, Stärke bedeutet für mich, dass Mädchen und Frauen sich behaupten und ihren eigenen Weg gehen, ihre eigene Stärke entdecken und nicht sich abhängig machen. Stärke bedeutet für mich, dass man immer weiterkämpft und nicht aufgibt, dass es sich dann irgendwann lohnt. Wenn man aufgibt, kann man ja nie was im Leben schaffen, sagen wir es mal so. Mein Ziel ist, wenn ich irgendwann auf dem ersten Platz bin, also immer weitermache.